Willkommen in der 80 Galerie für zeitgenössische Kunst und heute werden wir uns die Malerei im Spiel der Gegenwart zu Gemüte führen. Natürlich sind wir sozusagen als Künstler und als Galeristen immer daran interessiert, neue Talente zu fördern und auch Alteingesessene weiterzubringen. Und ich mache mal einen kleinen Exkurs, weil viele Künstler wissen gar nicht, wie viel Arbeit eine Ausstellung ist oder ein Verkauf. Zur letzten Ausstellung habe ich erst 5 Werke verkauft, also 5 große Gemälde mit Acryl und Öl und eine Skulptur. Das alleine, nur dieser Verkauf, die Abwicklung und die Lieferung, das alles hat mich eine einzige Woche gekostet, verteilt auf mehrere Tage. Ja? Also richtig viel Arbeit, mit dem Spediteur verhandeln, mit dem Zoll verhandeln und so weiter. Und bis das dann wirklich beim Kunden da ist und der das auspackt und sagt, euer Bild ist toll, ich kaufe wieder ein. Ja, der Künstler gefällt mir, also das mache ich wieder. Ja? Also Zufriedenheit des Kunden sozusagen erreicht, aber da ist ein Marathonweg. Ja? Und man denkt immer, ach, schnell eingewickelt und dann Arm geklemmt und weg. Ja? Und das ist eben nicht so schnell. Ja? Und viele Künstler stellen sich das immer so ganz leicht vor. Manchmal ist es auch wirklich leicht und die Kunden holen das auch ab. Aber manchmal muss man wirklich mit Spediteur und mit Spedition und mit einem Pomborium sozusagen die Sache beginnen. So, dann möchte ich mal beginnen mit Ann-Christin Fleischhauer, unsere Dame, die heute auch wieder dreht. Und auch einen herzlichen Dank dafür und bitte auch mal einen Applaus für die Filmwelt und vor allen Dingen auch für eine junge, begabte Künstlerin, die nicht nur Siebdruck macht, sondern auch Acryl malt und vor allen Dingen ganz schweres Format, Videofilme und Videokunst. Ja? Wir alle wissen, Videokunst ist noch nicht so etabliert als Kunstform. Da muss man noch viel machen und viel zeigen, bis es soweit kommt. Ihre Arbeiten mit Leidenschaft selbst gedruckt. Das heißt, wir haben hier ein 4-Farb-Raster-Siebdruckverfahren. Und sie hat sich sozusagen die Pop-Art zu Gemüte geführt. Und sie wollte einfach wissen, wie macht Andy Warhol das? Wie geht die Technik? Kann ich etwas Neues kreieren? Und sie hat zum Beispiel aus einem Gemälde von Raphael einen Bildausschnitt komponiert und kreiert mit einem Birkenwald. Und hat das in verschiedenen Farben gedruckt und hat das auch selber gedruckt und hat das nicht in Auftrag gegeben, sondern hat das selber per Hand, per Nessel gedruckt. Und wir alle wissen, da muss man exakt und präzise sein, damit auch die Farben dann aufeinander abgestimmt sind. Ihre Werke hängen hier einmal und auch da drüben. Und vor allen Dingen ist auch zu würdigen, dass sie wirklich engagiert in ihrer Malerei ist. Ja, das letzte Mal haben wir Malerei ausgestellt. Und sie beschäftigt sich eben auch mit der heutigen Zeit, mit einem Datenband, was dann durch eine Frau sozusagen hindurch schwebt und auch nochmal den Kontext bringt, dass wir sozusagen in einer medialen Welt leben. Und wir haben dadurch eine fantastische Überleitung, denn Donja, mit dem Nachnamen, bitte mal helfen. Ja, das ist sozusagen die Überleitung zu Warhol. Auch sie hat Warhol als Konzept. Dort hinten sehen wir das. Wer so denkt, ist schnell gemacht. Nein, stundenlang mit der Maus gemalt. Also das, was wir Maler mit dem Pinsel machen, sehen wir hier in vorzüglicher Form, aber eben in einer frischen Art. Nicht angestaubt, nicht dieses, was wir so kennen, dieses Schwere oder mit den ganz dunklen Farben, sondern eben in Komposition mit einem hellen Gesicht, mit einem hellen Grau, mit hellen Farbtönen, ihrem jungen, frischen Alter sozusagen entsprechend. Ja? Und vor allen Dingen ganz wichtig und auch zu würdigen, sie geht öfter zu Messen und ist dort sozusagen auch engagiert, ihre Arbeiten dort zu vertreten. Und wer denkt, es ist einfach nur Pop-Art? Nein, bei ihr geht es wirklich um ein Erschaffen einer eigenen sinnlichen Lebenswelt. Und sie möchte das Unerwartete mit ihren Werken langsam hervorbringen. Ja? Und wer weiß, die Entstehung eines Werkes, wir wissen es alle, manchmal wird es anders als geplant. Ja? Es ist ein langer Prozess, es ist sehr aufwendig und wir sehen auch Riesenformate.
von einer kleinen zierlichen Dame, die sozusagen eine exorbitante Arbeit hinlegt und auch mal ein kleines Werk ausstellt. Ja? Und wir werden von ihr noch viel sehen und viel hören. So, dann begrüße ich einen niederländischen Bildhauer. Wo ist er? Hier vorne. Marcel Maché. Und bitte mal einen herzlichen Applaus, ja, für unsere niederländischen Kollegen. Ja. Denn ich habe ja auch mal mit der Niederlande sozusagen gehandelt und war dort ziemlich stark vertreten. Meine Gründung in der Niederlande ist ja auch nicht unbegründet. Und wir kommen jetzt zu seinen Arbeiten, denn seine Arbeiten stehen heute im Fokus. Er arbeitet mit Holz, mit Metall und auch mit Granit. Und wir haben zwar Arbeiten ohne Titel, aber es sind Arbeiten, die sehr sinnlich sind und die uns zum Überlegen bringen, was will uns der Künstler sagen, und auch Kombination Stein, also heller Stein, dort hinten sehen wir das, ja, heller Stein und etwas Metallenes. Ja. Seine Idee ist sozusagen, als Niederländer in Niederbayern sozusagen zu leben, zu arbeiten und dort das fröhliche Leben zu genießen. Und er hat sozusagen schon, wenn ich das richtig verstanden habe, bei seinem Vater sozusagen mitgearbeitet und hat sich auch ausbilden lassen von Künstlern der Niederlande und auch in Paris. Ne? Genau. Und seine Objekte sind deshalb interessant, weil sie das Einfache haben, das Bestechende und immer in Bezug zueinander gesetzt sind. Also die Materialien machen etwas miteinander und haben miteinander eine Geschichte. Ja, und das sehen wir nochmal auf dieser Seite und auch nochmal hinten in dem Raum. Gehen Sie da fröhlich durch und fassen Sie auch mal den Granit an oder mal das Holz an. Ja? Des Weiteren möchte ich vorstellen Joost Heider. Seine Arbeiten sind hier zu sehen, Neue Leipziger Schule. Er arbeitet virtuös mit Acryl. Man denkt, es ist Öl aufgrund der ganz vielen Lasuren. Das heißt also bei ihm sehen wir zig Lasuren übereinander, die dann eine Farbwelt zusammenkomponieren und die dafür sorgen, dass der Betrachter immer überlegt, ist das jetzt Ölfarbe oder ist das jetzt Acryl? Was ist denn das jetzt? Und der Käufer steht dann davor und denkt, naja, Acryl, naja, naja, ich hätte ja lieber ein Ölbild, aber dann kauft das doch. Ja? Weil es sozusagen so tut, als wenn es wirklich Öl ist. Wie kommt das? Stundenlanges Mischen, stundenlanges Auseinandersetzen mit der Bildidee und mit der Bildkomposition. Bei ihm sehen wir sozusagen sogar noch den Strich der Leipziger Schule, also gemalte Dreidimensionalität, aber dann Striche dagegen gesetzt und es wirkt räumlich. Ja? Und es ist ein bisschen luftig und wirkt manchmal ein bisschen unfertig, aber das ist wieder gewollt. Ja? Des Weiteren kommen wir in den zweiten Raum. Dann folgen Sie mir mal bitte. So, und ich begrüße Frau Tonja Koss, die schon am Flüchten ist. Das müssen Sie aber nicht. Bitte mal einen herzlichen Applaus für eine sehr nette Wienerin, ja? Denn auch Berlin muss mit Wien eine Kooperation eingehen, denn wir wissen, wir können von den Österreichern ganz viel lernen. Ja? Naja, okay. Und dieses Lebensgefühl in einem Kaffeehaus, genießen Sie es, denn man weiß ja nie, ne, wie oft man das noch machen kann. Also sollte man immer die Wiener Gelassenheit aufnehmen. Ne? Ihre Arbeiten hier dort zu sehen, das Prägnante, sie arbeitet abstrakt. Viele Gegenstände lassen sich dort finden. Also wir sehen Muscheln, Ginkgoblätter und Lotusblätter. Und die Farbkomposition ist auch immer so gewählt, dass die Werke heiter wirken und freundlich und beschwingt. Also kein schweres Bild in Summe, sondern trotzdem ein Farbkontext, der miteinander spielt und komponiert, aber trotzdem nicht zu düster. Ja? Also immer noch ein Hauch Leichtigkeit, ein Hauch Helligkeit und immer ein bisschen ein Stückchen Natur, ja, in diesen grauen Blättern und diesen bräunlichen Blättern sieht man dann immer noch so die Natur, die man so aus der Kindheit kennt. Ja? Und die findet man in ihren Bildern sozusagen wieder. Ja, ja.
Des Weiteren ist Mike Woznicka im Fenster zu sehen. Die Raucher sind bestens informiert, denn die waren schon draußen und haben reingeguckt. Ja, ich könnte jetzt mal hinspoten und es mal umdrehen. Und dann sehen wir Ölmalerei. Und bitte auch mal die andere Seite umdrehen. Da sehen wir sozusagen Ölbilder von einem, ja, könnte man sagen, dynamischen Künstler aus Mainz. Den habe ich schon lange im Programm. Der verkauft übrigens auch ganz gut. Und der wechselt immer zwischen großen Werken und kleinen Werken. Also ab und zu gibt es mal richtig bombastische 2-Meter-Bilder und dann gibt es wieder kleine Werke, wo Frauen sozusagen mit sich selbst sinnieren, ja, oder eben mit dem liebsten Kuscheltier. Und wir können nicht so richtig sagen, ist es Katze oder ist es Panther, ist es was anderes. Ja? Es bleibt immer offen, ob es Raubtier sein könnte. Ja? Des Weiteren haben wir Herrn Martin Wildgruber, der ist leider heute nicht da. Seine Arbeiten dort oben zu sehen, wer denkt, es ist Fotografie? Nein, es ist ein Maler, der mit Licht versucht zu malen. Seine Vita sagt sozusagen aus, dass er als Beleuchter mal ursprünglich angefangen hat, jetzt aber auch Malerei macht. Und seine Vita ist sehr interessant, denn er kommt sozusagen aus dem Lichtfach und er sagt, es gibt kein Licht ohne Dunkelheit. Ja? Wir alle kennen das in unserem Leben, jeder hat mal einen schlechten Tag und sagt, oh je, wie geht das jetzt weiter? Ja? Und da ist Malen sozusagen auch mal eine Alternative, ne? Damit es einem gleich wieder besser geht. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob das Bild gut wird oder nicht. Ja? Sondern da malen wir in dem Prozess und der Prozess, das prozesshaftig Entstehende, das bringt uns nach vorne. Es kann natürlich auch ein gutes Essen sein oder ein fantastischer Opernbesuch. Und schon sind wir wieder hergestellt. Ja? So, dann hängen heute auch mal Bilder von mir dabei. Da sehen wir das Pärchen. Das ist sozusagen auch nochmal dort drüben zu sehen. Die haben so die DDR-Hütte gekapert und versuchen mit einem Ponton übers Wasser zu kommen. Aber natürlich ist es so, der Steg ist fest. Und man muss dann immer zielsicher an dem Steg anlegen. Und das probieren die natürlich aus. Und auf dem anderen Bild sehen wir so 2 Personen und 2 Figuren, die so ein bisschen eine Insel betreten, völlig angezogen sind. Und es geht da eigentlich um ein Sommermotiv. Und beide haben so Antennen auf dem Kopf. Ja, und man weiß gar nicht, aha, was sind denn das für 2? Ja, und bei ihr ist es so, dass sozusagen der Horizont durch ihre Haare schimmert. Und auch da kann man sagen, das Bild ist eher so ein bisschen mit Augenzwinkern, etwas nicht ganz ernst genommen, aber trotzdem heile Welt. So, da können wir fast sagen, wir haben den abstrakten, perfekten Raum geschaffen. Und hier steht sie auch schon, die Dame Ute Lemp, darf ich mal vorstellen, weil sie ist eine Dame, die mir aufgefallen ist. Und zwar malt sie abstrakte Bilder, wir sehen das dort oben, Wasser, Natur, ja, aber dann auch wieder experimentell. Ja, da hinten sieht man das Experimentelle. Es hat auch wieder mit Wasser und Natur zu tun, weil auch wieder die Farben ineinander übergehen. Und dieser Klang zwischen Grün und Weiß und dem grünlichen Weißen und Blauen ist ja eigentlich auch ein asiatischer Farbklang und kommt aus dem spirituellen Meditativen. Und ich denke mal, sie hat eine meditative Phase gehabt, als sie diese Bilder gemalt hat, auch mit dem bräunlichen hier hinter der Tür, im Anschluss dann komponiert zu den rötlichen, die von einer anderen Künstlerin sind, die ich auch noch mal gleich vorstelle. Dadurch ist sie mir aufgefallen, dass das so sehr meditative Bilder sind und was mit Ruhe und mit Gelassenheit zu tun haben. Ne? Ja, genau. Und die nächste Dame, Carmen Ranzudol, genau, dort ist sie zu finden.
Eine sehr nette Dame und vor allen Dingen so richtig zack, zack, zack im Organisieren. Teilweise war ich überfordert und habe gedacht, das kann doch gar nicht sein, dass ein Künstler so schnell zack, zack, zack organisiert. Also natürlich auch Frau Lemp, ja, also beide kraftvolle Damen sozusagen, die zack, zack, zack alles organisieren. Diese Bilder sozusagen als Blaukomposition gegenüber ihre starken Orangenen, die auch was mit Meditation zu tun haben. Allerdings ist das eher so eine Stärke. Und wir hängen ja meistens so Rot-Orange-Bilder ins Arbeitszimmer, damit derjenige, der dort in dem Raum wohnt oder lebt oder arbeitet, dieses Ackern wirklich auch kann und dieses Frischbleiben. Ja? Weil diese Bilder haben was ja mit Explosion zu tun, aber eine positive Explosion, ja? Also danach ist nicht alles schwarz und abgebrannt, ja? Das ist nicht gemeint, ja? Und ihr geht es vor allen Dingen um diesen Prozess des Malens und des erfüllten Malens und vor allen Dingen auch um das Experiment, ja? Ob das Bild gut wird, wohin die Reise geht und beim Anfang weiß man noch gar nicht, wo es endet. Ja, also das totale Experiment und das sehen wir bei dem Blauen, wo dann plötzlich Türkis reinfließt und auch schon wieder so was Meditatives mitschwingt. Ja, und hier hat sie sich dann freigemalt und Explosion. Ja, und sie stellt natürlich auch schon in anderen Ländern aus und ist da ziemlich engagiert sozusagen. Ne? Und bei ihr geht es auch um die Herausforderung, mit dem Bild eins zu werden und zum Ergebnis zu kommen. Ja. Des Weiteren werden wir uns mal hier drüben hinwenden. Da hatte ich Frau Scheucher noch mal erwähnt. Hier hängt noch mal ein Bild von ihr. So, dann komme ich zu Marga Reinke. Die Dame hier vorne. Ihre Sachen auch sehr meditativ. Und sie malt mit Acryl und vor allen Dingen auch mit verschiedenen Erden und Tees. Und sie versucht etwas sehr, sehr Sinnliches, dass man als Betrachter in die vollkommene Ruhe kommt. Ja? Also fast ein buddhistisches Element, eine sozusagen eine große Idee gemalt in Bildern, so dass der Betrachter wirklich aus dem Arbeitsalltag rauskommt und hin zu Muße und auch hin zu einer anderen Idee. Also nicht immer nur ackern, kämpfen, machen, sondern auch mal das ruhige Moment. Ja? Und das Türkis steht ja auch wieder für die starke Frau, die dann ihre Kontrapunkte setzt und immer weitergeht. Ja? Das Türkis hat ja was mit Voranschreiten zu tun. Ja? Also eine Dame, die sozusagen nicht voranschreitet, würde andere Farben wählen. Ja? Und wir sehen natürlich auch das rote Moment, was auch wieder im Buddhistischen eine ganz besondere Bedeutung hat. Und vor allen Dingen auch in unserer Welt, aber auch wieder in der asiatischen und sogar in der unindischen Kultur. Und in der Urzeit hatte das Rot eine starke meditative Bedeutung. Und wir sehen hier, dass das kombiniert ist mit unseren biologischen Farben und fast schon so ein bisschen an einen Sommerhimmel so am Abend erinnern könnte. So, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Greifen Sie zu bei der Bar. Ja.